Welcome back to another German Food Review, and it's pizza wrap time. Pizza wrap Sucuk. Yeah, from 1001 Delights, and that's Lidl stuff. Someone pointed out there are Oriental Weeks at Lidl, and they have a lot of the stuff here from this label or brand, whatever. More than usual, more than the last time, definitely. And yeah, the first product is the pizza wrap Sucuk. And here is Thorsten Frank, who pointed it out, Orient Weeks, and he suggested this stuff here. I have no idea what it is. I checked it. This is rice with chicken or so, but an 800 gram can. Next time, maybe. Yeah, a lot of products, so you can expect a lot of videos about this one here, 1001 Delights. Okay, pizza wrap Sucuk. There's also a pita version and a chicken pizza or something like that. Anyway, €1.89 for 260 grams, so quite light. 700 calories. Oh boy, nearly 2% of salt. Protein, a little bit fat. Okay, carbs. Yeah, 700 calories. They're exclusive from Lidl. And there's tomato sauce on it, mozzarella cheese, and a beef sausage called Sucuk. Okay, I have no idea if there are rules to call a sausage Sucuk or not. I don't know. I guess there are, but no idea. Here they call it Rindswurst, beef sausage. Okay, Rindswurst. 95% beef, salt, and the seasoning. Okay. And 30% flour, 17.2% mozzarella cheese. Okay, 10 to 12 minutes. Oh, that's way too long. That's way too crispy. I guess 5 minutes are enough. Oh, we have to check that this one. Oh, you can do it in a microwave. Should I do it in a microwave? What would you choose, microwave or oven? I mean, in a microwave, then it's soft, I guess. No idea yet, I have to decide that on the fly. Let's open it. Yeah, takes a while, I'm sorry. Ooh. Here is the pizza Sucuk. Look at the sauce. That looks funny. Looks actually like mini salami slices, but it's sauce, I guess. Yeah, it's sauce. Then there are sucuk cubes and cheese, and this looks, yeah, good, actually. Let's open it. Oh, very easy. I'm still not sure about the microwave or oven. Oven, a few minutes, right? But not 10, then it's crispy, I guess. Here's the cheese. Yeah, here's the sucuk. And here's the sauce. That looks interesting. Okay, so yeah, €1.89. I mentioned that, I guess. Yeah, I mentioned that. And back in a sec. Alright, here is the wrap, but I don't want to wrap it. Yeah, then you can't see anything, right? I also got an iron, Yasha iron, my favorite. Lidl stuff, so nice. 39 cents today. Okay, reduced 20%. Yeah, let's cut this thing here like a regular pizza. Yeah, let's cut it, right? Was just, I think, 5 minutes in the oven or so. That's definitely enough. Cheese is already burnt and melted. And it's crispy already. Okay, let's see. No, that did not work. But this, it's still warm. A lot of sucuk pieces. Actually, it looks really good. Sometimes this is just 1, 2, 3, 4, 5 pieces, but this here looks proper. And cheese, tomato. Yep, right.
There's a tomato. Yeah. And usually I don't like beef sausages, but sucuk tastes different than a regular beef sausage. Wait a second, tastes like curry. It's the curry in it. And it's a really strong curry flavor, but I don't see curry. Maybe it's from the sucuk, I'm not sure. Well, that's quite nice. Mm-hmm. I like the dough, nice and thin. Here we go. It doesn't taste cheap. Sometimes it tastes cheap, but it's not. That's nice. Shake it. 110 calories. 2 grams of salt. Yeah, Ivan should be salty. So let's open it. Post. Nice. Yeah, €1.89, a small snack, and it's a tasty one. It looks funny here. Slices of tomato sauce. Here we go. Yeah, not a sucuk expert, but this shit is good. Is there curry in the sucuk sausage? It tastes like curry, 100%. Here we go. Dip it in the iron, let's try it. Works. Okay, let's try a mini wrap. So, okay, it's definitely wrappable, as you can see. Oh, interesting. This flower on the back. A mini sucuk wrap, here we go. Mm-hmm. The tomato sauce is also very strong. Nice. You can see the meat. Here we go. Yeah, 4 mini wraps, that's also nice. Better than one huge wrap. Oh, that's cool. Flour. Here we go. Damn, fly. Yeah, I really like the crust here. And that's a surprise. Usually the cheap crust tastes cheap. And this tastes good. Where's it made? I don't know. Tiefkühlbackwaren Einhaus. Whatever. But it's made in Germany. Yeah, that's definitely worth the price. €1.89. Tiny snack. And if you like two, buy two. It's quite tasty. Definitely a thumbs up for Lidl. And this is my favorite Eiernpost. Yeah, works. Thanks for watching. I'll continue in German. So, jemand hat geschrieben, dass es Orientwochen sind oder gibt. Nee, sind bei Lidl. Und ja, sind's. Da habe ich mal geguckt. Diesmal gibt es mehr als sonst. Mehr als beim letzten Mal. Es gibt richtig viele Produkte. Wer hat es geschrieben? Thorsten. Orientwoche, okay, nur eine Woche ist ja nicht. Ich weiß nicht, wie man das hier ausspricht, aber das ist irgendwie Reis mit Hühnchen oder so. Ja, aber das war eine 800 Gramm Büchse und ich wollte jetzt keine Büchse essen. Wie auch immer, dann habe ich das hier gesehen. Ein Pizza Wrap Sucuk. Und das genommen. Letztes Mal gab es ja Dürüm, diesmal gibt es keinen tiefgekühlten Dürüm, aber es gibt ein Dürüm-Set, das werde ich auf jeden Fall auch kaufen. Dann mache ich mir meine eigenen Dürüm mit richtigem Dönerfleisch. Und ja, hier ist Sucuk drauf. Sieht erstmal schon lecker aus auf der Verpackung. Kostet 1,89 € für 260 Gramm. Und man kann es, gucken wir uns das erstmal an, in der Mikrowelle machen. So, es geht sogar richtig schnell. Ich habe es aber längst im Ofen gemacht, aber auch schnell. Nur 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus. Meine war sowieso nicht tiefgefroren. Aber 10 Minuten würde ich das Ding da nie reinhauen.
Wie auch immer, 200 Grad und so weiter. Ja, okay, man kann auch mehr drauf machen. Hier, das Ding sieht auch gut belegt aus. Schön viele Fleischstückchen. Und die Tomate sieht so aus wie kleine Beefy-Stückchen. Und Käse, also eigentlich. Ja, ich habe schon schlechtere Pizzen gesehen. Oder, ja, wenn wir das mal mit einer Pizza vergleichen. So. So sieht das Ding aus hier. Und ja, Sucuk ist auch eine Rindswurst. Eigentlich esse ich nicht so gerne ja, Wurst mit Rind. Aber Sucuk schmeckt anders als so eine normale ja, Wurst halt. Geht. Das ist drin, 30% Weizenmehl. Ich meine sowas wie denn eine Beef Currywurst oder so, das schmeckt nicht. 17,2% schnittfester Mozzarella und hier 14,7% Rindswurst. Ja, was ist da drin? Was gehört in ein Sucuk rein für Gewürze? Ist da Curry drin? Das ist so eine Frage. Komme ich gleich zu. Und ja, ich habe das Ding nicht gerollt, dann sieht man ja nichts mehr. Oh, hier ist Boden. Aber ich habe noch was rausgefunden. Man kann vier kleine Mini-Wraps machen, könnte man. Ich werde eins so essen und eins wrappen. Dazu gibt es übrigens schon Ayran, war reduziert auf 39 Cent. Und jetzt werden wir das Ding hier mal wegnaschen. Ja, schön viel Wurst ist drauf, reicht auf jeden Fall. Man hat in jedem Bissen etwas Wurst dabei. Schön viel Käse ist drauf und ja, die Soße ist auch gut verteilt und sieht lustig aus. Und ja, dieser Boden hier, das ist genau sowas, was ich haben möchte. So ein weicher Boden, ganz dünn. Ja. Aber mal gucken, wie der schmeckt. Right hier. Ja, schmeckt nach Tomate. Und dann schmeckt es nach der Wurst, aber schmeckt nach Curry. Extrem nach Curry. Schmeckt lecker. Ich bin auch kein Sucuk-Experte, aber die anderen, die ich gegessen habe, haben nicht so nach Curry geschmeckt. Aber das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Regeln gibt, weil hier nennen die das auch Rindswurst. Hier. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, dieses kleine Ding hier schmeckt gut. Ja, auch der Boden ist nice. Manchmal ist der bei den günstigen Teilen nicht so gut. Oh, hier könnt ihr euch mal so ein Stück angucken. Schön stark im Geschmack. Ja, manchmal ist der günstige Teig nicht so gut, dann schmeckt der billig. Der schmeckt aber ganz lecker. Ja. Ein paar Zwiebeln. Ja, ein paar Zwiebeln würde ich noch auflegen. Ein paar Zwiebeln. Was würdet ihr noch aufmachen? Ich würde noch ein paar Zwiebeln drauf machen und dann reicht es eigentlich aus. Schmeckt sehr schön nach Tomate und halt nach dieser Wurst. Aber schmeckt anders als sonst, aber lecker. Ja, und jetzt zeigt euch mal das hier an. Man kann diesen Teig tatsächlich. Okay, natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt bricht er natürlich. Der andere ging zum Wrap machen. Irgendwie sieht er komisch aus. Here we go. Aber so ist auch leichter zu essen. Mini-Dürüm. So schön Mehl unten dran, fühlt sich immer gut an. Und schmeckt lecker. Aber nach Curry. Vielleicht ist auch. Aber da ist gar kein Curry drin. Ist gar kein Curry drin. Hier steht nur Gewürzmischung, keine Ahnung. Wie auch immer, mir schmeckt. Schmeckt lecker. Here we go. Schmeckt besser als erwartet eigentlich. Ich habe schon einen günstigen Teig hier erwartet. Irgendwie so einen Teig. Aber der schmeckt gut. Und ist so schön weich. Prost. 43 Kalorien, 110 insgesamt. 65% Joghurt, ja, das ist wichtig. Prost. Hier ist die Wurst. Here we go. Da bin ich etwas überrascht. Hier steht diesmal drauf, exklusiv bei Lidl. Es gibt noch Pide aus Sucuk und irgendein Hähnchending. Aber das hier schmeckt mir gut.
Ihr habt ihr das hier gekostet, dann sagt mal Bescheid. Ich würde sagen, es schmeckt lecker. Ja. 62 Gramm ist auch gut für eine Portion. Und wenn man etwas mehr Hunger hat, macht man nicht zwei. Dann zahlt man so viel wie für einen Big Mac. Naja, 700 Kalorien hat es übrigens. Sehr viel Salz, ist aber irgendwie gar nicht so salzig. Okay, kommt mir wahrscheinlich nicht so vor. Ein bisschen Fett und ein bisschen Eiweiß. Ja, das Ding hier funktioniert auf jeden Fall. Bekommt locker einen Daumen nach oben. 1,89 €. Leckerer Boden, leckere Wurst. Und leckere Tomate. Und den Käse schmeckt man natürlich nicht, der ist halt so drauf. Ja, ein paar Zwiebeln werden noch nice. Wie auch immer, Daumen nach oben. Oh, hier ist noch was drin. Prost. Und ja, dass da Mehl drin ist, ist sehr nice. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.